Ja Leute, und somit herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich darf euch ganz recht herzlich begrüßen zu einem neuen wunderschönen Video auf meinem Kanal. Und ja Leute, ihr habt es in der Titelbeschreibung oder im Titel schon gelesen, heute, oder nee, Moment, nicht spoilern, heute haben wir einen neuen Tabak, den ich euch vorstelle. Nein Leute, ihr habt es gelesen, heute gibt's Masaya Sunshine Breeze. Warum zweimal, erkläre ich euch gleich. Ich zeig, hallo. Du sollst hier bleiben, habe ich dir gesagt, mein Freund. Nochmal und ich verkaufe dich wieder. Ja Leute, hier habt ihr erstmal ganz kurz die OVP Sunshine Breeze und die schönen Bilder noch drauf. Ja, das interessiert leider gar keinen. Hier kann ich euch kurz den Schnitt zeigen. Ist ein, ja, mittlerer Schnitt. Ready to smoke das Ganze, braucht ihr nicht mehr anfeuchten. Und warum habe ich hier noch eine OVP oder eine mit OVP, um euch das Ganze zu zeigen, wie das hier kommt, ja. Wer es noch nicht kennt, Adalia, ach Quatsch, Adalia, genau, herzlich willkommen. Masaya, 200 Gramm, 14,90 €. Gibt es ab sofort bei uns auch im Shop Masaya, sehr, sehr viele Sorten, unter anderem auch den Sunshine Breeze, ja, falls ihr da noch was abgreifen wollt, macht das jetzt, weil ich habe in der letzten Zeit gemerkt, wenn ich Videos raushaue mit Tabaksorten, die ultra geil sind, ja, das beste Beispiel war letztens der Nameless, dieser Grapefruit White Edition, keine Chance, ja. Ich mache das Video und die Dosen sind raus, ich kriege privat nichts mehr und habe dann ein Problem, ja. Deswegen habe ich erstmal ein bisschen vorgesorgt mit 400 Gramm. Also Sunshine Breeze, ja, Zitrone, Minze das Ganze. Ich hatte schon mal einen Masaya vorgestellt, jetzt muss ich lügen, nur Sunshine. Das war Zitrone Eis oder Eis Lemon. Und das Ganze soll sein Zitrone... Limette-Minze, glaube ich, oder nur Zitrone-Minze, auf jeden Fall genau das Richtige für mich. So, und ich halte jetzt einfach meinen Lümmel hier rein. Ciao, Leben. Ja, Freunde, dadurch, dass es aktuell noch ein bisschen Probleme mit Alfache gibt, ist das hier meine Ausweichmöglichkeit. Oh ja, bitte. Also, eine geile Zitrone. Spritzig, süßlich, leicht herb. Ja, und im Hintergrund noch eine eher pfefferminzlastige Minze, kein Menthol oder sowas. Wer Masaya kennt, weiß. Tschüss. Ja, Pfefferminze ist hier auf jeden Fall am Schdissel. Ja, Freunde, Setup MIG G36 mit Armor, Rauchsäule, Edelmolassefänger, Tonkopf, Bro und Phoenix, Dreitum Kokotscha, C26 Kohlen. Mann, komm, ich hab's hier vergessen. Ich drehe hier am gleichen Tag, deswegen... Komm, setz mal. Das muss jetzt erstmal weg. Und dem Magic Glass Rainbow Fine Line. Ihr wisst Bescheid, mal ein Stück. Bisschen anlecken. You suck. Ganz vorsichtig. So, rein den Lümmel hier. Und wir kommen zum Rauch. Pfeife steht wieder ein bisschen. Ich habe wieder ein bisschen gezockt und ein bisschen angezogen. Und dann habe ich es irgendwie jetzt vergessen hier. Ja, schauen wir mal, was hier rauskommt. Ja Leute, zwei, drei Züge gemacht, ihr seht, das Ganze raucht echt gut. Oh yes, baby. Drückt nicht, kratzt nicht, lässt sich sehr entspannt rauchen. Ja. Masaya typisch, ich habe jetzt schon den einen oder anderen Masaya geraucht und wir waren ja auch vor einigen Monaten in Jordanien direkt bei Masaya. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, aber ich denke mal schon, ja, wie wird Shisha Tabak hergestellt, eines der top angeschautsten Videos auf meinem Kanal. Ja, Freunde, was soll ich euch hier sagen? Zitrone, Minze. Beim Einziehen eine entspannte... Was ist denn los, ja? Es kommt die Sonne raus und gleich kommen hier wieder die Vögelchen an. Was ist mit euch los, Jungs? Chillt ihr hier bei mir? Wollt ihr auch einen Zug haben, oder wie? Das klären wir später. Also wie gesagt, entspannte Minze, entspannte Pfefferminze und eine Zitrone, die einfach wieder geil ist, ja. Es ist keine typische Zitrone, was man so kennt, ja. Manche haben so Klosteinzitrone und so und hier ist es eine süßlich-säuerliche, leicht herbe Zitrone in Kombination mit Pfefferminze. Einfach nur göttlich, Freunde. Ja, und
ein Klopfer auf meine Schulter, ja, dass ich hier zwei Dosen bestellt habe, weil der ist echt lecker. Ja. Ich weiß, Daniel von Bro Contra, lieben Gruß an dich, no homo, der suchtet das Zeug noch heftiger weg als ich. Ja. Also ich habe immer nur gehört, yo, Digga, ich habe schon wieder 3, 4, 5, 6 Dosen bestellt und die sind schon wieder leer und muss nochmal bestellen. Ja. Der knallt auf jeden Fall noch mehr weg als ich, und wo wir vor ein paar Wochen in Köln oder in der Nähe von Köln waren, waren wir auch bei den Jungs von Bro Contra und haben dort auch ein leckeres Köpfchen Sunshine Breeze geraucht. Und da war es geil, hier zu Hause ist es geil. Und ich kann euch nur sagen, legt euch zu. 14,90 € geht safe, klar, könnt ihr nichts mit falsch machen. Legt ihn euch zu, falls ihr einen Zitrone-Minze sucht oder eine Alternative zum Alfacher. Masaya Sunshine Breeze. Ciao, Leben. Ja, Leute, bevor das Video zu lange wird, werde ich vielleicht nochmal schnell eine Bestellung rausschicken. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Einschalten, meine Freunde. Däumchen nach oben, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Und ich bin jetzt draußen, haut rein, euer Schiedeschmied.